Und irgendwie passt die Botschaft, die ich heute Abend weitergeben möchte, auch sehr gut heute zu dem Klima, weil es um Durst geht. Und ob du Durst hast, ist meine Frage heute an dich, ob du durstig bist. Und wenn wir so heiße Tage haben, dann sind wir durstig und der Mensch muss trinken. Und ich habe auch ins Herz bekommen, dich einzuladen, deine Last heute Abend abzugeben an Jesus. Ihr kennt oder einige kennen die Worte. Es sind Bibelverse, die Christen, also wir, auch schon oft gehört haben. Aber manchmal muss der Zeitpunkt erst wieder da sein, dass sie ganz tief in unser Herz fallen, damit du dich wieder neu ausrichten kannst und auf Jesus schauen kannst. Und vielleicht bist du auch müde. Vielleicht bist du müde und hast auch Durst. Durst nach mehr von Jesus und müde vielleicht auch von deinem Alltag, von deinem Job. Vielleicht bist du müde von den Gebeten, die noch nicht erhört worden sind. Vielleicht bist du auch müde davon, dass du immer noch nicht geheilt worden bist und für dich eben schon sehr oft gebetet wurde. Vielleicht bist du müde von deiner Familie, weil dich das schlaucht, weil du Stress hast. Vielleicht bist du einfach müde, auch zu leben. Das hoffe ich nicht. Aber vielleicht bist du auch lebensmüde. Einfach sehr, sehr kaputt. Und da möchte ich dir sagen, dass Jesus heute Abend dich ruft. Und dass es nur Jesus Christus ist, der uns neue Kraft geben kann. Es ist nur Jesus, der uns wieder aufstellen kann und der uns neu füllen kann. Und ich danke dir, Jesus, für deine Herrlichkeit hier. Ich danke dir, dass du hier bist, mitten unter uns. Halleluja. Und wir preisen dich, Jesus, und wir loben dich. Und ich danke dir, dass du den Raum einnimmst mit deiner Herrlichkeit. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist, der du Himmel und Erde erschaffen hast. Du großer, mächtiger Gott, du König der Könige, du Herr der Herrscher, du bist hier. Und ich danke dir, Jesus, für jeden Einzelnen, der heute gekommen ist, trotz Hitze, trotz heißem Wetter, die Anfahrt auf sich genommen hat, um dir zu begegnen. Dass du den Weg freigemacht hast, dass du Möglichkeiten geschaffen hast, Babysitter zu organisieren, dass du die Menschen hierher getragen hast, dass die Straßen frei waren. Ich danke dir dafür und ich gebe dir die Ehre dafür. Du bist so gut, Herr, und dafür preisen wir dich und dafür loben wir dich. Und Jesus sagt uns in der Schrift: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Und ich glaube, wir tragen einfach viel zu viel noch selbst. Und ich schließe mich damit ein. Man will aus eigener Kraft nach vorne gehen. Man will sich viel auf die Schultern packen. Man übernimmt Verantwortung und ich habe einfach gelernt und lerne immer wieder und tappe auch immer wieder in diese Falle rein, dass ich einfach selber die Dinge in die Hand nehmen will, anstatt sie Jesus zu geben. Und ich habe mir angewöhnt, jetzt jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, Jesus die Dinge des Tages einfach nochmal ganz bewusst zu geben, in meinen Gedanken, dass ich sage, Herr, ich gebe dir meine Gedanken, ich gebe dir meine Eindrücke, ich gebe dir all das, was mich beschäftigt hat. Ich lege das vor deine Füße hin. Ich will das nicht tragen. Und ich weiß auch gar nicht, was gut für mich ist, aber du weißt es. Und Jesus lädt dich ein, heute Abend deine Last ihm neu zu geben. Vielleicht ist sehr viel Zeit vergangen, wo du das letzte Mal gemacht hast. Bewusst Jesus deine Last abgegeben. Bewusst gesagt, Herr, nimm es, ich kann nicht mehr. Jesus spricht hier von demütig. Demütig heißt, sich beugen vor dem großen, mächtigen Gott. Zu sagen,
ich kann es nicht machen, ich kapituliere, ich gebe dir das. Dass der Stolz rauskommt, oft ist es auch Stolz, der uns hindert, dass wir einfach alles Jesus geben. Ja, er soll unsere Träume lenken, er soll unsere Gedanken lenken, er soll unsere Werke lenken, er soll uns seine Taten in unsere Hände legen, damit wir es ausführen können. Das heißt demütigen, demütig sein vor Jesus, uns beugen vor ihm und ihm alles geben. Und Jesus sagt, sein Joch ist leicht und jeder Christ weiß und auch viele, die im Dienst stehen, ja, dass wir auch viel Anfechtung haben, durch viele Krisen gehen. Jeder kennt das, nicht nur die Leute im Dienst. Vielleicht trägst du eine Krankheit und bist noch nicht geheilt oder bist schon lange auf der Suche nach einer Arbeit. Oder ein Familienproblem hat sich noch nicht gelöst. Und dann sagst du vielleicht, was meint Jesus hiermit? Sein Joch ist leicht. Jesus, glaube ich, meint damit, dass er es trägt. Du brauchst es nicht tragen und du musst es auch nicht verstehen. Wir verstehen so oft die Dinge nicht, die der Herr tut. Mir sind so viele Dinge ein großes Rätsel, was noch nicht erfüllt ist oder was ganz anders gekommen ist, als ich mir das gedacht habe und erwünscht habe. Aber weißt du, mit Jesus zu gehen, heißt sich zu demütigen und sich zu beugen und heißt das anzuerkennen, was der Herr tut. Heißt sich auf Gottes Wort zu stellen, auf seine Verheißungen und das durchzubeten. Aber heißt auch, wenn es noch nicht in Erfüllung getroffen ist, sich zu demütigen und zu sagen, Herr, du hast den guten Plan für mich. Das Joch ist dann leicht, wenn du es abgeben kannst, wenn du nicht verantwortlich dafür bist, und das bist du nicht. Wenn du es Jesus gibst, bist du nicht dafür verantwortlich. Dann ist es der Herr. Dann hast du die Verantwortung abgegeben und es gehört Jesus. Und dann wird es leicht, auch wenn du durch eine Krise gehst. Auch wenn du durch Probleme gehst. Du musst dahin durchgehen, sicherlich, aber der Herr trägt dich und der Herr schleift dich in solchen Momenten. Und der Herr macht aus dir einen Diamanten, ein Juwel, dass du noch bestrahlender wirst, dass du noch glänzender wirst, dass du hervorkommst und vorbereitet bist für noch größere Dinge. Wenn du treu bist im Kleinen und bei Jesus bleibst, dann wird er dir Größeres anvertrauen. Und ich wünsche mir, dass du heute Abend Last abgeben kannst, ganz bewusst. Denn Jesus ruft dich und sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Und ich schließe mich da ein. Auch wir machen jetzt nächste Woche oder ab nächste Woche einfach mal oder wieder eine längere Pause jetzt auch in den Sommerferien. So ein Dienst, also in meinem Fall, kann auch manchmal eine Last sein und ganz schön erdrückend sein. Und das ist wichtig, das abzugeben. Und nicht immer zu meinen, wir machen das und wir sind dafür verantwortlich. Jesus hat mir immer wieder gezeigt, wenn ich mich zurückziehe, ja, wenn wir sogar ein bisschen von der Bildfläche vielleicht in dem Sinne verschwinden, dass es genauso vorangeht, vielleicht sogar noch mehr. Und vielleicht ist es auch deine Erfahrung. Und das ist das, dieses Loslassen, dieses Jesus abgeben, zu Jesus gehen. Weil nur Jesus unseren Durst stillen kann. Nur Jesus kann unsere Last abnehmen und dann wird sie leicht. Was nicht heißt, dass wir keine Probleme haben, aber wir haben jemanden, der uns in dieser Zeit begleitet. Und du wirst niemals an einen Punkt kommen, wo du nicht mehr weiterkommst, weil Jesus lässt das nicht zu. Du wirst nur das bekommen, was du auch tragen kannst. Da wirst du jetzt sagen, ja, jetzt reicht's, aber ich will aber nicht mehr. Aber der Herr kennt dich besser. Der Herr kennt dich besser, der weiß, wie weit er gehen kann. Und glaub mir, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Er wird niemals zulassen, dass du zu Fall gehst, wenn du bei Jesus bleibst, wenn du zu ihm gehst. Und er ruft auch alle, die Jesus noch nicht kennen und noch keine feste Sache gemacht haben mit ihm. Auch denen ruft er zu, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid. Und wie viele Leute sind müde in dieser Zeit? Burnout, all das, was wir heutzutage kennen und haben. Und nur Jesus kann diese Last abnehmen. Nur Jesus kann einen Frieden geben, den die Welt nicht kennt.
Nur Jesus kann unsere Seele wieder neu auffüllen mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Liebe und mit seiner Kraft. Und da müssen wir manchmal auch den Stecker ziehen, einfach um wieder neue Kraft, um mehr Strom zu bekommen. Ja, den Stecker ziehen, um mehr Strom zu bekommen, um mehr von Jesus zu bekommen, um in seine Ruhe zu gehen und in seine Herrlichkeit und ins Gebet. Es ist nicht von dir abhängig. Ich habe Jesus kennengelernt und ich habe nichts dafür getan. Es war reine Gnade. Er ist mir begegnet aus reiner Gnade. Nicht, weil ich irgendwie ein besonders toller Mensch war, das war ich ganz und gar nicht zu dem Zeitpunkt und bin es auch nicht jetzt. Das war reine Gnade. Kommt alle her zu mir, sagt Jesus, die ihr müde seid. Kommt alle her zu mir. Und ich habe einen weiteren Vers aus der Bibel, das, was ich vorhin meinte, was gut passt zu diesem Wetter, eben Durst. Wenn du Durst hast, Durst noch mehr von Jesus, Durst in vielen Bereichen in deinem Leben, wo noch nichts eingetroffen ist, so wie du es dir vorstellst, wie du es dir wünschst, wie du dafür betest. Und Jesus sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Also Jesus sagt, wer von seinem Wasser trinkt, der wird nie wieder Durst haben. Und er sagt weiter, dass in uns eine Quelle anfängt zu sprudeln und zu fließen, die bis ins ewige Leben fließt. Und ich habe mal spaßhalber eigentlich reingeguckt bei Wikipedia, weil ich habe gedacht, Mensch, das ist ja jetzt wirklich heiß heute und es gibt ja viele Menschen, die auch dehydrieren. Und der Mensch besteht ja aus 70% aus Wasser. Und was passiert, wenn wir nicht genug getrunken haben? Was passiert, wenn wir Durst haben, wenn wir nicht genug Wasser haben? Und da stehen immer wieder folgende Krankheiten auch: Müdigkeit, Bewusstseinstrübung, Schwächegefühl, Schwindel, Konzentrationsstörung, verminderte Leistungsfähigkeit, Angstgefühle, Herzrasen, Muskelkrämpfe, Kopfschmerzen, Bewusstlosigkeit. Das alles passiert, wenn wir dehydrieren. Und genauso ist es, wenn wir Jesus nicht haben, wenn wir das Wasser nicht haben in uns, wenn wir Jesus nicht haben, dann verrecken wir. Dann werden wir sterben, aber mit Jesus werden wir leben ewiglich. Nur Jesus kann unseren Durst löschen. Und wenn wir von Jesus Wasser trinken, das heißt sein Wort trinken und essen, in der Bibel nachforschen, wenn wir Jesus aufnehmen, wenn wir Jesus suchen, wenn wir zu Jesus beten, wenn wir uns beugen, wenn wir uns demütigen, wenn wir alles abgeben, dann wird er uns füllen mit seinem reinen Wasser. Und dieses Wasser wird anfangen, in uns zu fließen. Und je mehr Jesus in uns, je mehr der Herr Raum in uns einnehmen darf, und dafür müssen Teile von uns absterben. Wenn Jesus in uns zunehmen soll, dann muss viel von dir raus, viel von deinem eigenen Ich muss raus, von deinem Stolz muss raus, von deiner Ehre muss raus, all das muss weichen, damit Jesus in dir Raum einnehmen kann, damit Jesus in dir anfangen kann, zu einer Quelle mit reinem Wasser zu werden, was ins ewige Leben fließt. Und deswegen glaube ich, dass ganz besonders heute Abend auch diese genannten Krankheiten verschwinden. Das heißt, wenn du Schwächegefühl hast, wirst du heute Abend Kraft empfangen. Oder beim Hören, wenn du heute Abend selbst hier nicht dabei sein kannst, dann wirst du es empfangen, jetzt beim Hören, weil der Herr diese Botschaft mir aufs Herz gegeben hat und weil Jesus gut ist und weil Jesus das reine Wasser ist. Und dann wird Schwächegefühl weichen und du wirst Kraft aus der Höhe empfangen und Schwindel weichen und du wirst Boden, festen Boden unter den Füßen haben. Halleluja. Und Müdigkeit
und Bewusstseinseintrübung. Es wird Klarheit kommen. Klarheit für Dinge, in denen du keine Klarheit hattest, die du in deinem Herzen bewogen hast, für diese wird Klarheit hineinkommen. In Jesu mächtigen Namen, dass du klar siehst. Das, was, wo große Verwirrung war, wird klar. Weil wir zu Jesus gehen heute. Und hoffentlich immer und jeden Tag und immer zu. Und weil Jesus unseren Durst löschen kann, weil Jesus uns frisches Wasser gibt. Und vielleicht bist du auch weggekommen von Jesus und hast Wasser woanders gesucht und nicht mehr bei Jesus. Und hast, dein Wasser ist verunreinigt worden. Vielleicht bist du, ja, hast andere Dinge gemacht, die Jesus nicht gefallen. Und ich glaube, du weißt das, welche Dinge Jesus nicht gefallen. Dann bring sie weg. Dann bekenne deine Schuld vor Jesus. Tu Buße und bekenne deine Schuld. Und Jesus wird vergeben und wird dich neu ausrichten auf ihn und wird dich neu füllen mit Kraft aus der Höhe und mit frischem Wasser, mit lebendigem Wasser. Aber es ist wichtig, dass du es wegbringst, dass du zu Jesus gehst und dass du sagst, Herr, nimm es, es tut mir leid. Ich war ungehorsam. Ich bin auf anderen Wegen abgekommen. Ich war weg von dir. Und das Wasser, was du mir einst gegeben hast, ich spreche jetzt zu Christen, die schon reines Wasser hatten, aber wieder weggekommen sind und sich haben verunreinigen lassen durch irgendetwas, bring es weg zu Jesus. Bring es weg, tu Buße und bekenne deine Schuld. Und der Herr ist treu und wird dir vergeben und wird dich so aufstellen heute, wird uns alle so aufstellen. Und dafür danke ich dir, Jesus. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für dein Werk am Kreuz, Herr. Ich danke dir, dass du unser mächtiger, großer Gott bist. Ich danke dir, dass du uns immer wieder begegnest, dass deine Arme immer wieder auf sind. Und ich danke dir auch, dass wir müde sein dürfen und dass wir uns fallen lassen können in deine starken Arme, Herr. Und ich danke dir, dass du uns Wasser des ewigen Lebens gibst. Denn das Wasser, was Jesus dir gibt, das wird sprudeln und in dir fließen bis in Ewigkeit. Und immer mehr, je mehr Jesus in dir, je mehr Wasser des Lebens in dir. Und ich bete dafür, dass das so viel wird heute Abend, dass du überfließt, dass das überfließt und übersprudelt. Und dass das herausfließt. Und dass Jesu Herrlichkeit aus dir herausstrahlt. Und deswegen lasst uns zum Thron Gottes gehen und unseren Durst von Jesus löschen. Lasst uns diesen König, der alles gegeben hat, Jesus Christus, der sich klein gemacht hat, der ans Kreuz gegangen ist, Gott selbst, Gottes Sohn, Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist, und deine Unvollkommenheit und deine Schuld, deine Krankheiten und Gebrechen mit ans Kreuz genommen hat, der all das ertragen hat. Diese ganzen Leiden, diese ganze Qual der ganzen Menschheit hat Jesus getragen. Damit du dieses frische Wasser haben darfst. Damit diese Quelle in dir fließt. Damit du ewiges Leben haben darfst. Wenn du zu Jesus gehst, wenn du ja sagst zu Jesus, wenn du Jesus anerkennst als Gottes Sohn, als Gott, als Jesus Christus, der am Kreuz für deine Schuld gestorben ist, der am dritten Tage auferstanden ist von den Toten, der in Fleisch und Blut unter uns wandelte. Gott selbst. Halleluja. Herr, wir danken dir für all das, was du getan hast und dass du alle Menschen retten willst und dass unsere Müdigkeit ein Ende haben kann, wenn wir nur mehr abgeben, wenn wir nur mehr Zeit mit dir verbringen, Herr, einfach bei dir sind. Und das wollen wir lernen. Halleluja. Lasst uns zu Jesus gehen und lasst uns Jesus danken. Lasst uns Gott Vater danken im Himmel für das große Werk, was er getan hat, dass er Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn gab, für dich und für uns alle.
Lasst uns danken dafür, dass Jesus Christus den Heiligen Geist den Gläubigen schickt. Und dass der Heilige Geist, Jesus selbst, Gott Vater, in uns wohnen möchte, in uns Raum einnehmen möchte. Halleluja. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du schon da bist. Ich brauche nicht einladen. Ich meine mit einladen nicht, oh Heiliger Geist, komm jetzt hierher, wir haben dich schon so lange nicht gesehen. Sondern ich meine damit mehr von dir, Heiliger Geist. Denn hier sind Gläubige und wer gläubig ist, da sagt Jesus, dem gibt er den Heiligen Geist, den lässt er nicht alleine und das glaube ich. Aber viele kennen den Heiligen Geist nicht und machen zu. Und ich bete dafür, dass du heute Abend dich öffnest, dass du annehmen kannst, dass Jesus immer bei dir ist durch den Heiligen Geist. Jesus ist auch da, wo zwei, drei zusammen sind. Aber Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Jesus ist im Himmel. Und die Jünger damals konnten Jesus alles fragen. Jesus war ihr Lehrer und hat sie angewiesen. Aber Jesus ist in dem Sinne nicht da, aber der Heilige Geist ist da. Da sagt Jesus selbst, das ist unser Lehrer, das ist unser Tröster. Den kannst du alles fragen, den kannst du einladen und sagen, mehr von dir, Heiliger Geist, komm. Halleluja, lasst uns gehen zum Throne des Herrn, Halleluja. Und bring weg nochmal, das ist mir sehr wichtig, wenn der Heilige Geist dir jetzt aufzeigt, wenn du merkst, etwas ist nicht richtig gelaufen in deinem Leben, lass dich reinigen, dieses dreckige Wasser muss raus. Du kannst nicht um neues Wasser beten und das Dreckige ist noch drin. Lass es einfach säubern und tu Buße und bete und bitte Jesus um Vergebung deiner Schuld und er wird dir vergeben. Halleluja. Halleluja. Spirit fließt wie ein Strom.